Servus Leute und hallo und herzlich willkommen wieder beim neuen Video von mir. Ja, hier seht ihr GTA 5. Ich fahre hier gerade busy mit dem Bugatti rum. Und in dem Video zeige ich euch, wie ihr natürlich auch schon gelesen habt, wie ihr den Bugatti bekommt. Also er kostet ja in diesem einen Shop 1 Million. Und so könnt ihr halt die 1 Million sparen und für anders nutzen. Und ich zeige euch einfach mal den genauen Standort. Dazu werde ich gleich mal die Karte aktivieren und euch genau den Standort zeigen. Und auf jeden Fall, ihr seht, der Bugatti ist sehr schnell. Also hier bin ich jetzt irgendwo gespawnt mit dem Trevor. Und wenn ihr genau hier in der Mitte geht, genau da, wo gerade das Fadenkreuz ist, müsst ihr eine Markierung hinsetzen. Das ist neben diesem Klamottenshop. Ich zoome mal ganz kurz nochmal raus, damit ihr nochmal so einen besseren Überblick verschafft. Hier genau dort, wo ich den Punkt gesetzt habe, müsst ihr hin. Und da könnt ihr entweder hinfahren oder Taxi rufen, geht natürlich auch. Einfach mal ein Taxi rufen, geht natürlich ein bisschen schneller. Und da müsst ihr halt nur noch die Markierung, also da seht ihr die Markierung, müsst ihr hinsetzen. Und dann fährt der Taxifahrer euch ganz schnell dorthin. Jetzt seid ihr hier angekommen. Und jetzt gibt es einmal auf der linken und rechten Spur, sie gibt hier sehr geile Autos, richtig geile Autos. Also nicht nur den Bugatti, sondern auch andere Wagen, schöne Wagen. Und hier irgendwo muss der Bugatti sein. Und nein, das ist der nicht. Und da sehen wir schon mit den zwei orangenen Streifen. Ich zeige euch kurz nochmal, was für Autos hier noch. Also da mit den zwei orangenen Streifen. Trevor klaut ihn jetzt. Ist es überhaupt Trevor? Ja, das ist Trevor. Jetzt einmal draufboxen. Und so habt ihr 1 Million Dollar gespart. Natürlich könnt ihr diesen noch in die Garage fahren. Aber hier sehen wir auch andere geile Wagen. Zum Beispiel Lamborghini etc. gibt es hier auch noch. Also richtig coole Wagen. Und ihr müsst genau hier hinkommen. Aber die, ihr müsst, also ich zeige euch jetzt, ich fahre jetzt ein bisschen mit dem rum. Ihr müsst auf jeden Fall, er wird immer dort gespawnt, wenn ihr GTA neu startet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nochmal dahin fährt, dann ist er natürlich nicht mehr da, weil ihr ihn gerade fährt. Auf jeden Fall, ich würde ihn in die Garage tun. Ihr könnt ihn auch tunen. Ist auch richtig cool. Und ja, so habt ihr 1 Million Dollar gespart. Und ja, das ist wirklich, also das ist wirklich der schnellste Wagen im ganzen Spiel, kann man durchaus so sagen. Fährt hier mit 350 durch die. Und also hier seht ihr nochmal 1 Million Dollar. Wollt ihr natürlich nicht bezahlen. Und ja, das war's. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal.